Felix. Wir lernen ein bisschen Mathematik. Hab dich lieb, Bussi. Schau dir das an. Du musst ganz genau schauen. Was soll das sein? Schau, es ist immer noch da. Was? Schau zwischen den Baum, zwischen die Bühne. Schau, es bewegt sich. Was? Du musst ganz genau schauen. Da ist nichts, Katja. Außerdem... Wir sind noch nicht fertig. Lass uns das beenden, dann kannst du weiterspielen, ja? Aber du hast gar nicht genau hingeschaut. Schluss jetzt. Schule geht vor, das habe ich mit Mama ausgemacht. Du erinnerst dich, ja? Mama hat es mir erlaubt. Und sie hat es auch verstanden. Jetzt, Katja. Es war heute voll lustig mit Sophie. Ich sitze jetzt neben ihr in Mathe. Und als ich Krisi über sie lustig gemacht habe, habe ich auch was gesagt. Und er wollte dann auf mich losgehen. Und sie hat mich verteidigt. Wir hatten voll viel Spaß. Und dann hatten wir Turnen. Da haben wir Völkerball gespielt. Und wir haben die ganze Zeit zusammengespielt und uns gegenseitig gerettet. Oh, es war so cool. Normalerweise in der Schule immer so langweilig, aber dank ihr einfach nur lustig. Hey du, du schau mich an. Mama, bewegst du sie? Sie bewegen sich nicht, Katja. Das sind Puppen. Mit wem redest du? Doch, sie bewegen sich.
Nur weil du es nicht siehst. Da ist nichts. Du musst mit diesem Blödsinn aufhören. Ich meine das ernst, du machst mir Angst. Doch, sie bewegen sich. Aber dieses Puppenhaus ist nicht Mama. Du wolltest es mir damals nicht einmal kaufen. Ja, ich erinnere mich. Aber so sieht Mama aus. Nicht wie dieses Puppenhaus. Sie wird immer da sein. Aber sie ist nicht in diesem Ding. Das ist Spielzeug, nicht mehr. Und Katja, es ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Du kannst auch nie von all dem erzählen. Ich freue mich immer, wenn du mit mir redest, ja? Komm. Lass mich spielen. Ich warte in der Küche auf dich. Klar. Ich verstehe es einfach nicht. Jeden Tag aus dem Mund. Und langsam hörst du echt auf, alle Aufgaben zu verstehen. Sie verbringt jetzt ein wenig mehr Zeit mit Sophie. Bin ich nicht mehr ganz hinterher, dass sie ihre Hausaufgaben legt. Was gut ist, dann genug zu tun, wie du weißt. Natürlich. Es wäre toll, wenn ich wieder ein wenig mehr Zeit hätte. Hi. Hi. Wie war's? Ja, eh ganz cool. Aber es gab nichts zu essen und ich habe voll Hunger. Passt. Komm, wir machen was zu essen.